So. Wir sind jetzt erstmal. Räume bauen? Nee, können wir nicht. Das muss eingesammelt werden. Aber wisst ihr, wenn ihr da schon so steht, lass mal hier hingehen. Ah, okay. So. Gehe ich erstmal zu Talia. Die sollen sich halt jetzt erstmal ein bisschen erholen, würde ich sagen. Wir gehen nach hier oben. Okay, und dann ihr zwei hier hin. So, jetzt kriegen wir auch mehr Bösartigkeit, okay. Dann wechseln wir wieder zu Tanja. Jetzt, wo da auch Leute stehen. Forschungsmenü. Das fortschrittssüchtige Böse hatte eine neue Forschung freigeschaltet und machte sich ohne größere Umschweife daran, diese auszuprobieren. Welche ist das denn? Was ist das mit der Lange? 500. Aber ich kann momentan niemanden einstellen. Ja, das können wir aber. Hier, Forschung verbessern. Und damit kann ich auch ein Lager einstellen. Das reicht mir auch erstmal. So. Genau. Die kloppen hier. Jetzt weiß ich halt nicht. Hier ist noch ein Ort des Guten. Okay. Ne, hier. Vernichtet das Gute! Auf Armee. Ah, okay, ich muss das hier, glaube ich, ausbauen. Oder? Nein. So. Ja, Moment. Gleich habt ihr Lagerplätze. Ja, jetzt habt ihr gerade keine geringe Effizienz. Jetzt warten wir kurz, bis das da. So, das reißen wir auch noch ab, weil das noch ein bisschen Gold. Oh, wir gehen schon mal auf. Oh, Menü. So, und so. Und dann machen sich. Genau, sammelt mal das Gold schön ein. Prima macht ihr das. Was? Wer ist gestorben? Es ist Zahltag. Aber hier sind doch Dingens. Warum ist der denn nicht? So, da kann er sich ja schon was zu essen holen. Hey, das war doch Winnies vegane Küche, oder? Naja, darum ist es jetzt nicht schade. Was? So. So, reicht das? Eins, zwei. Wie viele habe ich jetzt? 8. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, aktuell habe ich für jeden ein Bett. So, jetzt können sie sich zumindest erstmal ausruhen. Sehr regenerierend, alles klar.
Ihr wünscht? Ich weiß gar nicht. Also sie regeneriert gerade. Noch wünsche ich gar nichts. So, lass dich erstmal hier stehen. Dauert noch ein bisschen, bis wir wieder losgehen können. Ja, okay. Ah. So. Ich würde ja sehr gerne das kein Lektorium, aber wir haben noch kein Lektorium. Das ist so ein bisschen doof. Wir sind in 20 Minuten. So, wie seid ihr jetzt drauf? Das verstehe ich nicht. So, nein. Nein, 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 nein. Armee. Kann ich irgendwie sagen, zeigt sehr kompakte, zeigt mehr Informationen. Zeigt kompakte, zeigt mehr Informationen. Oh. Wieso regeneriert er nicht? Dann kannst du, mein Lieber, erstmal hierhin zurückkehren. Das bringt nämlich nur sehr wenig, wenn der nicht regeneriert. Dann gucken wir mal, dass wir hier gleich die Quelle einnehmen, die so direkt daneben ist. Ich habe einfach mal direkt das Große eingenommen. So. Vernichtete Gewinn. Erobert die Orte des Guten. So. Versteck. Schlagen haute Kreaturen ihren Lagerplatz auf. Heilen sie dort erlittenen Schaden. Einmal nach. Ich habe halt hier unter. Ich habe noch keine Zauber. Fallen und Türbaumenü haben wir auch noch nicht. So, so. Ich sammle jetzt alle mal nach und nach ein. 6. Der ruht sich jetzt erstmal aus. 6. Eine habe ich da. Ich weiß nicht, wie schnell regeneriert der jetzt. Dauert schon. Okay, dann nehmen wir noch Talia mit dazu. Hilfe! So, jetzt warten wir, bis einmal alle draußen sind. Wen soll ich massakrieren? Ja, Moment. Geht einmal hier hin. So. Jetzt haben wir nämlich auch mit dem Nager, können wir uns heilen. Das glaube ich ganz gut. Und Angriff. Au. Auf die Novizin, los. So. So. Jetzt warten wir eben, bis der Naga alle geheilt hat. Und dann holen wir uns hier den Ort des Guten. Was ist? Bitteschön. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Okay. Ihr macht das hier? Ich kann mein Dungeon ja nur nicht verteidigen. Ich will nur ihn. Es ist Zahltag. Oh nein, ich darf den nicht anklicken jetzt. Okay. Auch die zweite Insel des Guten wurde von den Horden des strategisch versierten Bösen gnadenlos überrannt und in eine Bösartigkeitsinsel verwandelt.
Schon bald würde hier weitere exquisite Bösartigkeit an die Oberfläche tropfen. Ausgezeichnet. Ein herrliches Sprachbild. Es tropft aufwärts. Da muss man erstmal drauf kommen. Noch besser als in Dungeons 2, für das ich an dieser Stelle natürlich keineswegs Schleichwerbung machen möchte. Ebenso wenig wie für sein grandioses Add-on. Würde ich nie tun. Natürlich nicht. Okay. Sehr gut. Das heißt, euch zwei lasse ich hier. Dann gehen wir wieder zu Tanja. Ja, der Nager heilt gerade noch nach und nach. Dann bleiben wir mal kurz hier. So. So, den nächsten heilen. Ah, Fernangriff. 12 Meter hinweg. Okay. Heilung. Okay. Nur hordische Kreaturen und Talia können von Nagas geheilt werden. Nur einem einzelnen, okay. So, ich dachte. Was ist? Jetzt können wir hier mal die Steine zerstören. Ich gerne dich hätte. Bis hierhin. Und bleib liegen! Oder auch nicht. Ich werde das Land vernichten. Ja, Talia, Angriff. Aua! Was ist die Schuppen? So. Ich werde das Land vernichten. So. So, dann schauen wir mal weiter. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier entlang. Schauen wir einfach mal, was noch passiert. Die irgendwas angreifen. So. Hier. Angriff. So. So. Dann einmal heilen. Ich werde das Land vernichten. Hier waren wir ja dann schon. Ich gucke jetzt gerade, wir können hier noch nichts angreifen. Wir müssen wahrscheinlich irgendein ganz bestimmtes Haus angreifen, wie das ja so ist bei so Dörfern, um sie komplett zu zerstören. Attacke! So. Einmal Power! Bam! So. Ist das nicht das Wirtshaus zum torkelnden Pony gewesen? Bei der Göttin, da werde ich heute wohl keinen Schweinebraten mehr bekommen. Das ist wohl wahr. Soll ich gerade... Dass das Dorf hier immer noch so steht? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So, ich hoffe, dass ich bald mal hier Dings bekomme. Was ist denn der andere? Hey du, wir haben Besuch. So, macht ihr das mal? Genau, Talia, du darfst das auch mit angreifen. Habe ich kein Problem mit.
Lager des Guten ist zerstört. Der Sieg ist unser. Das Böse hat gesiegt. Gut, dass ich die Seiten gewechselt habe. In der Tat war das Lager des Guten von der Armee des schlachtenerprobten Bösen vernichtet worden. Nun galt es noch, alle Inseln des Guten einzunehmen. Aber dies würde ein Sonntagsspaziergang werden. So einfach wie einem Kind den Lolli zu stehlen. Einem Kind den Lolli? Von wegen einfach. Habt ihr das schon mal versucht? Die schreien und weinen und holen ihre Eltern und ihre restliche Familie als Verstärkung. Außerdem können diese kleinen Biester verdammt fest zubeißen. Nicht, dass ich da irgendwelche persönliche Erfahrung hätte. Nein, ich habe darüber gelesen. Das ultimative, chaotische, absolute, was auch immer böse, wird zufrieden sein. Ich bin es. Vater wird außer sich sein. Weißt du wirklich, was du da tust? Du wolltest doch gut werden. Du hattest dich dem Licht verschrieben. Geh in dich und überdenke deine Taten. Kannst du bitte mit diesem Gollum-Ding aufhören? Wir hatten schon in den letzten beiden Spielen zu viele Herr-der-Ringe-Gags. Das ist jetzt echt mal durch. Eben. Halt die Klappe, gutes Ich. So. Dann nehmen wir die auch noch mit. Erobert die Orte des Guten. Ah, okay. So. Wir machen das, ja? Okay. Alter. Dann, um dorthin zu gehen, dann geht ihr erstmal nach hier. Erobert die Orte des Guten. Jetzt holen wir uns noch den letzten Ort des Guten, wobei ich hier gerade auch so sehe. Der kriegt jetzt gerade mal unscheinbar. Ich bin das. Nein, warte, geh hier hin. Wen soll ich töten? So. Beziehungsweise. Kommen wir mal zurück. Thanos muss sterben. Mhm. So, dann geht ihr mal nach hier. Beziehungsweise. Und die Armee des zerstörungswütigen Bösen hatten es geschafft und Twistram und alles Umliegende vernichtet. Ja. Das Gute hatte in diesem Landstrich aufgehört zu existieren. Hey, was zur Hölle ist denn hier passiert? Offensichtlich waren doch nicht alle Guten besiegt. Grimli, der Zwergenkönig und alte Saufkumpan von Thanos, dem Paladin, bereiste gerade mit seiner exorbitant großen Armee die Lande, um nach dem Rechten zu sehen. Mhm. Gott sei Dank hatte das vorausschauende Böse für diesen Fall vorgesorgt. Das Dungeon-Herz hatte sich mit Bösartigkeit aufgeladen und genügend Energie, um als Teleporter zu fungieren. Also für Talia, versteht sich. Oh, gut. Dann macht's gut, ihr tapferen Krieger, und haltet sie auf! Ich bin dann mal weg. Mit einem löste sich Talia auf und verschwand zu einem weit entfernten und sicheren Ort. Die restlichen Kreaturen des opferbereiten Bösen schauten verdutzt, als ihre Generalin sich aus dem Staub machte. Aber nur kurz, denn schon sahen sie sich einer unerfreulichen Streitmacht des Guten gegenüber. Das war das verdammte Spitzohr. Ich habe Thanos immer gewarnt, dass man den elenden Dunkelelfen nicht trauen darf. Alles Verbrecher. Aber jetzt ist damit endgültig Schluss. Ich werde das durchtriebene Mädel finden und ihre Ohren als verdammte Lesezeichen benutzen. Yay, wir haben das Level geschafft.
zur Kampagne. Die Steine von Gehenna. Nachdem Talia die Überbleibsel von Twistram hinter sich gelassen hatte, zog sie aus zu den Steinen von Gehenna. Jene dienten als Siegel, um die Dämonen in der Hölle einzusperren, dorthin von Thanos höchst selbst verbannt. Diese Tat ihres sogenannten Ziehvaters würde alsbald rückgängig gemacht werden. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich dort alles schneide und hochlade, aber ihr werdet es bis jetzt dann schon erfahren haben. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann die Steine von Gehenna an. Also, bis dann. Ciao.